Hallo und herzlich willkommen. Wir haben Ende Oktober, es ist nochmal tolles Wetter. Na, ja. Geht's? Okay, wir fangen nochmal an. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben Ende Oktober und es ist nochmal ein toller Tag, fast 20 Grad. Das nutzen wir aus, um nochmal mit der Fotokamera ein kleines Fotoshooting zu machen. Wir stehen hier in Eppstein. Hinter uns ist die Burg zu sehen. Die hat heute nämlich auch länger geöffnet. Das heißt, wir können jetzt da mal reingehen und schauen uns mal an, was die Burg für schöne Fotomotive bieten wird. Die Sandra ist mit der Fotokamera bewaffnet und mal schauen, was wir so finden werden. Und ich gehe jetzt mal auf Motivsuche. Und wie wir das so in Szene setzen können. Dann lass uns mal starten. Ne? Ja, und los. Bin gespannt. Und los. Was wir hier haben, ist ein Klassiker. Das heißt, wir haben viel Himmel und der ist natürlich zu hell und wir haben hier die Burg. Und jetzt ist es schwierig, eine gute manuelle Belichtungszeit zu finden. Deswegen macht die Sandra jetzt einfach ein paar unterbelichtete und überbelichtete Bilder, dass man hier einfach am PC dann vielleicht eine HDR-Aufnahme draus macht. Aber dann hat man auf jeden Fall in der Nachbearbeitung noch die Möglichkeit, alles schön herauszuarbeiten. Wir hoffen mal, dass das mit den Belichtungsreihen klappt, weil das müssen wir alles aus der Hand machen. Wir haben nämlich kein Stativ jetzt dabei, um absolut identischen Bildausschnitt zu machen. Aber ich denke mal, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Wir nehmen eben RAW-Format auf, da haben wir eh in der Postproduktion ein paar mehr Möglichkeiten, um hier einfach noch ein bisschen mehr Zeichnung in den Himmel zu bekommen, ohne dass uns die Burg dann im Dunkeln absäuft. Blöd, dass das Auto jetzt so steht. Ich krieg gar kein richtiges Bild zustande. Ja, wir nutzen noch mal kurz die Sonne aus, die hinter dem Turm hervorblitzt. Und gucken mal, ob wir da ein schönes Foto hinkriegen. Also Motive sind hier auf jeden Fall genügend vorhanden. Und ja, wir müssen uns nur ein bisschen mit der Zeit ranhalten, weil um 17 Uhr macht die Burg schon wieder zu und ich glaube auch die Sonne wird nicht mehr allzu lange hier scheinen. Hier entdecke ich gerade so schöne Rosen. Hier sind doch wirklich schöne Motive. Wir entdecken gerade noch eine blühende Rose und im Hintergrund der Turm von der Burg. Also ist wirklich schön, da kann man schön mit Schärfe und Unschärfe spielen. Ja, also sprich hier eine offene Blende benutzen. Bei der Sony RX 10 Mark III ist allerdings dieser Schärfe-Unschärfe-Bereich wegen dem Sensor, der verarbeitet ist, nicht ganz so leicht zu realisieren. Also nur mit einer offenen Blende kann man da nicht nur arbeiten, sondern hier muss man wirklich viel zoomen. Ja, gut, das ist bei 600 mm auch kein Problem, aber erst dann bekomme ich die richtige Unschärfe hin und der Abstand muss natürlich zwischen dem vorderen und dem hinteren Objekt ausreichend groß sein, dann funktioniert das gut. Oh, das geht dir voll in den Bauch. Bauchtraining. Ja, das sieht doch super aus. Tolle Bildaufteilung. Ich hoffe, dass die Rosen auch wirklich so scharf sind. Das sehen wir dann am PC, aber von der Belichtung sieht es eigentlich ganz gut aus. Mhm.
Ein schönes Motiv bieten auch die zwei Türme an, die von der Sonne noch angestrahlt werden. Hier kann man schöne Gegenlichtaufnahmen machen. Ja, gucken wir mal, was Sandra so gerade macht. Ja. Nicht ganz mittig, aber schon besser, oder? Was auch einfach ist, man holt sich einfach irgendwas in den Vordergrund, wenn man so schönen Hintergrund hat, wie diese Herbstfarben und die Fenster von dem Burggemäuer. Und da bietet sich hier durch Zufall einfach die eiserne Tür an. Da ist er. Und hier geht es gerade darum, dass man hier diesen Eisenbeschlag am Gitter in den Vordergrund holt und im Hintergrund dann unscharf macht oder umgekehrt, aber hier hat man einfach eine schöne Bildwirkung. Ja, jetzt sind wir ganz oben auf dem Turm. Schon beeindruckend die Sicht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, mal hier hoch zu gehen. Und jetzt sieht man hier mal einen schönen Blick über Eppstein. Wenn man irgendwie was fotografiert, dann ist es immer wichtig, dass der Betrachter sich gut in das Bild reindenken kann und weiß ungefähr, von wo das Bild gemacht wurde. Wenn ich jetzt einfach nur hier diesen Ort Eppstein fotografiere, aus dieser Sichtweise kann das mit einer Drohne oder mit einem anderen Hilfsmittel erfolgt sein. Wenn ich jetzt allerdings hier gestalterisch die Burgmauer mit reinhole, dann weiß derjenige, also mein, hier habe ich irgendwo gestanden und hatte diese Sicht drauf. Und das Gemäuer sieht in der Regel schon so aus, dass der Zuschauer es gut zuordnen kann, in diesem Fall zu der Burg Eppstein. Ja, kaum sind wir hier auf den Turm geklettert, hängt die Fahne schlapp herunter. Das sieht natürlich auf dem Foto leider nichts aus. Ja, so wie es aussieht, wird auch kein Wind mehr kommen. Schade, aber wenn man eine Fahne fotografiert, dann ist es wichtig, darauf zu achten, dass die weht und nicht, dass die einfach nur runterhängt. Dass da ein bisschen Dynamik im Bild zu sehen ist. Es wird so langsam dunkel. Wir haben unser Fotoshooting für das erste beendet. Wie fandst du es hier? Hat sich voll gelohnt. War echt schön. Ja, gab schöne Motive hier zu sehen auf der Burg. Was interessant war, dass wir mal auf den Turm hochlaufen konnten. Da war ich auch noch. Etliche Stufen, ja. Ich war auch noch nie oben auf dem Turm, man hat eine schöne Aussicht über Eppstein. Auch hier konnte man noch mal das eine oder andere schöne Foto machen. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass mit der Sony RX 10 Mark III es unheimlich schwierig ist, einen Schärfe-Unschärfe-Bereich hinzubekommen. Also sprich, dass das Motiv im Vordergrund scharf ist, der Hintergrund unscharf oder umgekehrt. Da muss der Abstand zwischen beiden Motiven schon sehr groß sein. Nur über die Blende 2.4 ist das nicht möglich, weil die verändert sich ja dann noch bis Blende 4.
Sprich, dieser Effekt wird immer weniger, so mehr Zoom ich benutze. Ja. Durch den Zoom-Medium kann ich natürlich diesen Effekt wieder verstärken, aber dann muss halt der Abstand stimmig sein. Und das war zum Beispiel hier in der engen Burg oftmals nicht der Fall. Und da ist es doch mit der Vollformatkamera einfacher, diese Effekte zu fotografieren. Ah, zum Abschluss haben wir hier in der Fußgängerzone jetzt gerade noch mal ein schönes Motiv gefunden, wo wir so eine Straßenbeleuchtung, eine Laterne, die gerade angegangen ist, in den Bildvordergrund rücken. Und im Hintergrund sieht man schön den Turm von der Burg. Und die Sandra probiert jetzt gerade aus, hier echt eine schöne Aufnahme hinzubekommen. Das heißt, die Laterne richtig auszuleuchten. Gleichzeitig sieht man wie im Scherenschnitt die Burg. Und wir nutzen noch den schönen Himmel nämlich aus, der eine total intensive blaue Farbe bekommen hat. Also ich werde die ISO nochmal von 2000 runterdrehen auf 1250, dass ich nicht so viel Bildrauschen habe. So, jetzt haben wir die ISO runtergedreht und wir hatten hier noch Spielraum mit der Belichtungszeit. Ich glaube, es ist 81 jetzt eingestellt. Jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Beide etwas zu dunkel. Das mit ISO 2000 gemacht. Sieht toll aus. Okay, das war's fürs Erste. Wir sagen erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.